Mahlzeit Leute, ich bin's wieder, euer Thor und willkommen zurück zu einem neuen Exploit. Ich bin heute hier im Kral der Klinghauer und zeige euch, wie man von hier aus ins alte 1000 Nadeln kommt. Das 1000 Nadeln, was noch keinen Wasserschaden hat. Und da begeben wir uns auch nur hier an dieser Position. Und jetzt springen wir hoch, drücken den dämonischen Sprung, um noch höher zu springen und zünden dann sofort den Goblin Gleiter. Ungefähr so stehen wir hier schon mal auf der Wand, würde ich sagen. So, auf der anderen Seite seht ihr hier diesen Dornen, diesen Stachel. Da müssen wir auf die rechte Seite. Können wir am besten noch ein. Ja, das müsste reichen. Und wieder mit dem dämonischen Sprung einfach rüber. Perfekt. So, jetzt müssen wir hier hoch. Ich bin gerade ein bisschen fest hier. Das haben wir aber gleich. Warum hänge ich fest? Ist uncool. Wir müssen hier auf jeden Fall hoch. Den benutze ich einfach nochmal. Ne, ich hänge gerade ein bisschen fest. Das ist nicht cool. Das haben wir gleich. Ein Moment. Gut, ich glaube, ich versuche es mal hier ein bisschen weiter außen. Ja, da geht's doch. Locker flockig, aber. So, ich meine, das reicht jetzt auch schon an Höhe. Müsste reichen. So, jetzt schmeißen wir uns das Elixier des Riesenwuchses rein. Und loggen einmal kurz aus und danach auch wieder ein. Und dann kann es weitergehen. So, ich habe mich wieder eingeloggt. Jetzt müsste es auch weitergehen. Jetzt komme ich hier weiter hoch. Ja, guck mal, die Karte ist schon grün. Jetzt muss ich hier nur noch ordentlich rausfinden aus diesem ganzen Gebilde. Aus diesem Schweinchendorf hier. Wir wollen ja in die 1000 Nadeln. Und da sehen wir sie auch schon. Sehr schön. Wie sie einst geschaffen worden sind. Leider ist das Gebiet nicht ganz komplett. Aber es bringt alte Erinnerungen. Auf jeden Fall hoch. Müssen wir nur noch hier rüber. Wir können wieder den Goblin-Gleiter nehmen. Hier, wenn wir jetzt links gehen, können wir noch ein bisschen ins alte Brachland. Das ist nicht sonderlich spektakulär. Da ist auch nicht viel zu sehen. Kann man machen, wenn man Lust drauf hat. Aber wir wollen ja jetzt ein bisschen was von den, nimmt den Aufzug, glaube ich, was von den 1000 Nadeln sehen. Weil die Möglichkeit haben wir aktuell gar nicht mehr. So, komm, ist gut, ich sterbe sonst noch. So, passt. Brauchen wir mal einen Mount oder so. Die alten 1000 Nadeln. Hier leider auch schon wieder direkt zu Ende. Aber ein bisschen gibt es hier doch zu erkunden. Ein bisschen erinnert auch noch total an früher. Weiß nicht noch, wie man hier questen war. Hat hier damals einen Trollschurken gehabt. Oh, was war ich stolz, endlich in 1000 Nadeln zu sein. Ich fand das auch ein richtig geiles Gebiet, um ehrlich zu sein. Ich habe hier gerne gequestet. Und ich finde die 9000 Nadeln, die überfluteten, gar nicht so cool. Also das mit dem Boot darum zu fahren und alles zu machen, das ist ganz cool. Aber irgendwie der Charme von dem Gebiet ist weg. Es war echt ein verdammt geiles Gebiet. Auch diese Salzwüstenrennbahn am Ende. Die wäre echt klasse. Aber ein paar Datenfiles der alten 1000 Nadeln sind noch da, wie man sieht. Hier auch sogar mit animierten Wackelfelsen. Ein Muss auf jeder Sightseeing-Tour. Definitiv. Sogar noch hier die alten Wege. Ach ja. Da kommen Erinnerungen hoch.
War schon cool damals. Aber die Grafik war schon damals kacke. Wie auch heute. Ich glaube, Engine-mäßig bewegen wir uns gerade auf dem Stand von 2007. Also immer noch, glaube ich. Aber das werden wir machen. Das ist halt Blizzard, ne? Und WoW. Hier müsste schon die Grenze nach Ferallas sein. Man jetzt hier noch einen tollen Mondbrunnen. Auch ganz, ganz, ganz wichtig für die Nachtelfenkultur. Also hier sollte man nicht reinpinkeln, hier sollte man auch nicht planschen. Aber uns sieht ja hier keiner. Können wir das ja mal machen. Ah, hier ist noch so ein. Sieht aus wie ein Instanzstein, aber ist bestimmt nicht. Wofür der war, weiß ich gar nicht. Brauchte man bestimmt für eine Quest. Ja, und das ganze Stück hier, das gehörte, glaube ich, schon zu Ferallas, meine ich. Ja, zu Ferallas. Aber jetzt ist dann auch schon wieder zu Ende. Ja. Auf jeden Fall ein cooler Exploit, auch wenn man hinten ins Brachland geht, dann kann man noch ein bisschen die Klippen hochklettern und kann sich das ganze Gebiet hier mal von oben angucken. Ist auf jeden Fall auch ganz cool. Müsste mal selber ein bisschen gucken. Ich habe euch jetzt erstmal wieder alles gezeigt, was ich euch zeigen wollte und wünsche euch viel Spaß beim selber ausprobieren. Das Ganze ist nicht erlaubt, glaube ich. Aber probiert's einfach trotzdem aus. Offiziell seid ihr ja noch im Kral der Klingenhauer und solltet ihr nicht der übelste Hacker sein und ständig flamen und dass eh schon 8 Milliarden Tickets gegen euch offen sind, passiert euch in der Regel auch bei solchen Unternehmungen nichts. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Benehmt euch, euer Tor. Tschüss.